Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Aktuell bin ich noch in Barcelona im Rahmen des Mobile World Congress. Aber in diesem Video wird es nochmal richtig spannend, denn Segway hat mich nach Düsseldorf eingeladen. Dort schaue ich mir die neuen Navimo-Produkte an. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich bin hier auch gerade in einem Park und der Rasen muss natürlich auch gepflegt werden. Deswegen bietet es sich natürlich auch an, einen Rasenmäherroboter hierfür einzusetzen. Denn im Jahr 2024 möchte man natürlich nicht mehr selbst den Rasen mähen, sondern das Ganze soll natürlich automatisiert ablaufen. Und wie das funktioniert und welche coolen Produkte auf uns warten, schauen wir uns in diesem Video an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. So, und da sind wir jetzt nun auch bei der Location angekommen. Hat auf jeden Fall eine entspannte Anreise und hier ist schon alles auch gebrandet mit Navimo. Und ich habe soeben hier auch mein Badge abgeholt. Ich bin hier die Nummer 5 und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich auch hier beim Check-in bekommen habe. Sehr, sehr nice. Und zwar haben wir hier einmal den Kompass, denn wir sind hier nämlich auf einem Schloss. Ich kann euch das natürlich dann auch nochmal zeigen. So sieht das Ganze hier aus. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Also da bin ich mal gespannt, das Ganze auszuchecken. Dann gibt es hier noch was. Das müsste was zu trinken sein. Und dann haben wir hier noch etwas. Und zwar kann man damit hier auf der Rückseite, sieht man das Ganze auch schon mal, ja, so ein paar Pflanzen anzüchten. Bin ich mal gespannt. Werde ich jetzt hier nicht auspacken, aber ja, und dann geht's auch gleich los mit dem weiteren Event. Das seht ihr gleich. Ja, aber ich würde sagen, jetzt geht's erstmal zum Dinner. Ich habe gut Hunger und nehme euch einfach mal in den Abend mit. So, heute ist der nächste Tag und heute wird es natürlich richtig spannend. Wir schauen uns die einzelnen Mähroboter an, aber ich habe euch auch noch gar nicht viel darüber erzählt. Ich bin zusammen mit Navimo hier. Die gehören zu Segway, wurden 2021 das erste Mal vorgestellt und seitdem hat sie natürlich auch schon viel entwickelt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, aber Segway an sich, ja, die haben ja auch schon seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Robotics. Ihr kennt das Ganze vielleicht von diesen, ja, Segway-Touren in den Städten und so weiter. Jetzt also im Bereich Rasenmäherroboter. Und ja, gerade eben hatten wir die Keynote, da wurden uns neue Produkte vorgestellt. Der Chef war auf der Bühne, hat natürlich erstmal über seinen Werdegang gesprochen und dann ging es natürlich auch um die neuen Produkte, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Da wurde uns erstmal erklärt, was die alles an neuen Funktionen haben. Das schauen wir uns natürlich gleich im Video nochmal hier etwas genauer an. Und es gibt insgesamt zwei neue Produkte. Zum einen haben wir hier den i105. So sieht das Ganze aus. Und hier haben wir jetzt den i108, also ja, das neuere Spitzenmodell. Das hat doch so ein paar weitere Vorteile in Bezug auf die Akkulaufzeit und auf die Mährasenfläche, die jetzt abgedeckt werden kann. Bevor wir jetzt ganz rausgehen, gucken wir uns aber noch mal einmal kurz das Design des Roboters an. Das ist auf jeden Fall schön minimalistisch und auch kompakt gehalten. Also seht schon, das ist jetzt kein Riesenmonster, sondern der versteckt sich dann auf jeden Fall auch gut im Garten, wenn er mal nicht benutzt wird. Und hier auf der Frontseite haben wir dann auch die Kamera für die Objekterkennung, zeige ich euch gleich nochmal. Und hier oben können wir dann auch die Schnitthöhe einstellen von 20 mm bis 60 mm. Und hier auf dem Display haben wir natürlich dann noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Im Moment ist das System hier aus, aber trotzdem muss ich sagen, sieht das hier auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und gerade mit diesen orangenen Akzenten sieht das hier auf jeden Fall sehr stimmig aus. Es gibt verschiedene Grautöne. Bei diesem Modell ist es halt etwas heller als beim, ja, i108 Modell. Aber könnt ihr gerne mal in den Kommentar schreiben, was ihr dazu sagt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze aber mal draußen in Action an. Von der Location ist es hier auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Wir sind hier auf Schloss Krickenbeck, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und ja, hier gehen wir mal in den Innenhof vom Schloss rein. Sieht richtig cool aus, da waren wir gestern Abend auch. Ja, aber ihr seht schon, hier ist noch kein Rasen. Ich muss also noch ein Stück weiter gehen zu der Demo-Area, aber ja, ist auf jeden Fall cool hier. So, jetzt sind wir hier einmal durchs Schloss durchgelaufen und hier sieht es doch auf jeden Fall schon mal richtig aus. Gucken, da gibt es auch schon wieder Essen.
Und da sehen wir auch schon die ersten Roboter in Action. Also, jetzt wird's ernst. So, und hier werden uns jetzt an verschiedenen Stationen gezeigt, welche Funktionen die Roboter mit sich bringen. Da wird uns auch immer genau erklärt, was jetzt hier genau Phase ist. Und Dr. Unbox King filmt ja auch schon fleißig. So, ich würde sagen, wir gucken uns das doch einfach mal von der Nähe an. Hier sehen wir jetzt also die Objekterkennung. Wir haben jetzt hier eine Tasche auf dem Boden und ja, wird erkannt und wird auch systematisch dann hier umfahren. Richtig praktisch auf jeden Fall. Das Ganze funktioniert mit über 28 Objekten, was richtig gut ist. Und falls ihr mal irgendwas auf dem Garten habt, wie zum Beispiel auch diesen Grill oder mal einen Blumentopf, was auch immer, dann wird das hier umfahren und ja, fährt nicht dagegen. Und das funktioniert auf jeden Fall sehr zuverlässig. Auf der Frontseite haben wir ja eine Kamera, die das dann auch erkennt durch AI. Und natürlich dann auch die Daten verarbeitet. So, hier sehen wir nochmal die RTK-Antenne und hier haben wir jetzt das EFLS 2.0 System zum Einsatz, also satellitengestützt haben wir dann hier auch die Position des Roboters und durch die Antenne kommuniziert er dann auch mit dem Roboter und somit weiß das System genau, wo sich im Garten der Roboter befindet und das ist natürlich dann auch wichtig für die Steuerung. Also, so sieht das Ganze hier aus und hier haben wir dann auch die Charging Station. Es gibt auch noch als Zubehörprodukt eine, ja, ich sag mal Garage dazu, sodass es dann noch so ein bisschen wettergeschützt ist. Aber wir haben auch eine IP66-Zertifizierung, sodass es an sich hier auch überhaupt gar kein Problem ist. Aber ihr seht schon, viel braucht man hier gar nicht für die Einrichtung. Denn das Coole hierbei ist, wir müssen jetzt im Garten an der Begrenzung hier kein Kabel verlegen oder kein Draht verlegen, was natürlich nochmal sonst ein bisschen nervig ist, sondern das Ganze macht man über das Smartphone. Das heißt, man geht einmal die Strecke ab mit dem Roboter, wo er langfahren soll. Oder es gibt auch eine AI-Map-Erkennung. Da kann man dann auch einen Button drücken, einen Auto-Button. Und dann erkennt der Roboter automatisch die Grenzen des Grundstücks. Und somit kann man die Rasenflächen, auch wenn man mehrere hat, dann einspeichern in der App. Und so kann der Roboter dann hier, ja, die ganzen dann natürlich abfahren. Eine Sache, die uns auch nochmal aufgefallen ist, wie leise eigentlich der Roboter ist. Also ich stehe jetzt hier ja, so 3-4 Meter daneben und man hört fast gar nichts, so ein bisschen die Klänge, aber es ist super, super leise. Ich glaube 58 Dezibel sind angesetzt vom Hersteller und jetzt sehen wir hier, wird der Schlauch hier auch umfahren und das ist wirklich überhaupt gar nicht störend. Also wenn man sich unterhält im Garten, ist es deutlich lauter. So, die Kante wird hier erkannt und es wird umgedreht und weiter geht's. Zurück. Das hier ist übrigens das i105e-Modell. Eben hatten wir das andere Modell, also das 108er-Modell. So, und dann geht es wieder weiter. Also es funktioniert auf jeden Fall wirklich gut hier beim Testen. Also die Objekte werden hier alle erkannt. Ich bin mal gespannt, wie es dann in meinem Test abläuft. Da gibt es natürlich auch nochmal ein Video dazu im Nachgang. Aber macht auf jeden Fall jetzt einen wirklich richtig guten Eindruck hier. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle auch nochmal die Möglichkeit, auf die Unterseite des Roboters zu schauen. Ja, also sieht man hier auf jeden Fall auch die Klingen. Da gibt es auch Ersatzklingen, die man da einfach austauschen kann, falls mal irgendwas sein sollte. Und ihr habt es ja auch schon gesehen, die kann man auch von der Schnitthöhe einstellen, von 20 mm bis 60 mm. So, an dieser Stelle würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal die App des Ganzen an. Die ist auf jeden Fall auch schön übersichtlich aufgebaut. Hier sehen wir jetzt einmal die ja, Rasen-Area und wenn wir jetzt einmal in die Settings gehen, dann können wir hier natürlich auch die ganzen Einstellungen vornehmen. Das zeige ich euch aber dann auch nochmal alles detailliert in meinem ausführlichen Review. Aber ich muss sagen, vom Design der App gefällt mir das richtig, richtig gut. Das ist mir persönlich auch mal sehr wichtig, dass die Aufmachung der App auch ansprechend ist, dass man sich schön schnell zurechtfindet. Außerdem könnt ihr zum Beispiel auch einstellen, dass die Rasenfläche 1 Montag und Freitag gemäht wird. Die andere Rasenfläche vielleicht hinter dem Haus wird dann an einem anderen Tag gemäht. Also ist auf jeden Fall super praktisch, was man da alles an Einstellmöglichkeiten hat. Aber wie gesagt, das schauen wir uns natürlich detailliert in meinem Video nochmal an. An dieser Stelle möchte ich euch aber noch mal kurz den Unterschied zwischen dem i105e und dem i108e näher bringen. Und zwar ist das Ganze zum einen bei der Fläche, die gemäht wird. Das ist nämlich beim i105e 500 Quadratmeter und beim i108e 800 Quadratmeter. Und die Aufladezeit ist auch noch mal etwas anders. Die ist nämlich beim kleineren Modell 60 Minuten, beim größeren Modell 120 Minuten. Darüber hinaus könnt ihr beim kleineren Modell 60 Minuten mähen und eine Aufladung dauert 90 Minuten und beim größeren Modell könnt ihr 120 Minuten mähen und eine Aufladung dauert 180 Minuten.
Das unterscheidet sich natürlich auch beim Preis. Der i105e geht los ab 999 Euro, was wirklich ein richtig krasser Preis ist, muss ich sagen. Also der Vorgänger war hier nochmal deutlich teurer. Und der i108e geht los bei 1299 Euro, was aber auch ein echt fairer Preis ist, muss ich sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze mal bei mir zu Hause dann auch live auszutesten. Und dann gibt es natürlich dazu noch einen ausführlichen Alltagstest. So viel testen macht uns wieder hungrig und deswegen gibt es hier auch schon wieder leckere Snacks. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Generell die Location mit dem Schloss, echter Hammer, muss ich sagen. Sehr cool. Aber damit würde ich sagen, sind wir nun auch am Ende des Videos angekommen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, gerade hier mit dieser Kulisse. Und ja, dass wir auch die ganzen Meerroboter einfach mal live auschecken konnten mit den ganzen Funktionen. Es wird, wie gesagt, ein Review geben. Und das findet ihr, wenn es online ist, unten in der Videobeschreibung. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das von diesem Video erstmal. Vielen Dank auch an Navimo für die Einladung hier zum Event. Hat echt Spaß gemacht und damit lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ihr findet alle Informationen zu Navimo und so weiter, auch zu den Produkten, unten in der Videobeschreibung. Also checkt das auf jeden Fall mal aus und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.